Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Evoland. Wir sind in einer neuen Aufnahme und in der letzten Aufnahme haben wir ja nicht so viel geschafft, bis auf das wunderbare Amulett geholt, beziehungsweise wir haben eine Hälfte des Amuletts gefunden. Ich gucke gerade mal bei uns rein, wir haben fast 9000 Glees oder Guilds, wie wir das auch immer nennen möchten. Ich glaube, wir sollten uns einfach mal auf eine Art einigen und den Rest sehen wir dann mal sehen. Ich will einmal ganz kurz was ausprobieren. So. Ja, was machen wir in dieser Session, in dieser Aufnahme? Vielleicht dieses Spiel beenden? Ich weiß es nicht genau. Wir gehen erstmal zum Händler und kaufen uns dort weitere Ausrüstungsgegenstände. Denn, wie gesagt, wir haben fast 9000. So, da ist das kleine Kind, von dem wir die Bomben abgeluchst haben. Das machen wir später. Also erstmal wollen wir natürlich Sachen kaufen. Was könnten wir denn verkaufen? Die Phoenix Down, wir wollen alles kaufen. Zum Beispiel könnten wir uns jetzt den schnelleren DVD-Player leisten. Zack. Freigeschaltet, schneller DVD-Player. Und tschüss, langsame CD-Ladezeit. Ihr werdet uns nicht fehlen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt außerhalb des Spiels, Bildschirms gehen. Zack. Ah, jetzt ist der Ladebildschirm nämlich weg. Sowas hatte ich nämlich vermutet. Finde ich cool. Muss ich sagen, mag ich. Und wir haben im Süden das Amulett geholt. Die Hälfte des Amuletts. Und ich weiß nicht genau, wo wir die zweite Hälfte herbekommen. Vielleicht können wir nochmal den Herr Bleich fragen. Ja. Sonst wüsste ich nämlich, sonst würde ich nämlich direkt versuchen. Gut. Gut, dass ihr eine Hälfte des Amuletts gefunden habt. Jetzt brecht zu den Ruinen von Sadronak auf, um die andere zu suchen. Die Ruinen befinden sich im Nordosten von Aogai. Nordosten von Aogai. Okay, das heißt, wir müssen, wenn ich mich recht entsinne, wir haben keine Ladebildschirmzeit mehr. Cool. Wir müssen wahrscheinlich dorthin, wo wir schon waren, aber nicht sein durften. Wie wir das ja immer machen, immer mal schön alles erforschen und direkt falsche Sachen erforschen. Das ist ja eigentlich schon fast an der Tagesordnung. Das bedeutet, wir gehen hier einmal schnell hoch, ab in den Norden und jetzt müssen wir in den Nordosten. Und ich freue mich jetzt schon nicht auf diese ganzen Zwischenkämpfe, diese nervigen, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay. Ich würde sagen, ich weiß, es gehört zum Spiel dazu, aber ich finde, irgendwie nimmt das ein bisschen, ja, ich weiß nicht. So, wir greifen einfach mal an, gucken, dass wir hier schnell durchkommen. Magie, natürlich den mächtigen X-Kristall. Noch haben wir ja eigentlich fast volles Leben oder auch nicht. In der nächsten Runde kann Käsekuchen wahrscheinlich mal versuchen, uns zu heilen. Das sollte vielleicht ganz sinnvoll sein. Und jetzt die Magie heilen, die ganze Gruppe. Bin mal gespannt, ob, wenn wir den Mana-Kristall finden oder den Mana-Baum, der ja die Stadt immer zum Blühen gebracht hat und wahrscheinlich auch die ganze Gegend hier, wenn wir den finden, ob unsere Leute dann auch Mana besitzen, vor allem Käsekuchen, weil sie ja ständig Magie bewirkt. Bewirkt ist mir eigentlich egal, wie wir das nennen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Damit haben wir beides gewonnen. 850 Glees gewonnen. Wir freuen uns. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall... Oh, ein riesiger Atuin. Eine mächtige Karte auch in dem Spiel, die wir auch schon mitgekriegt haben. Magie X-Kristall. Den sollten wir schnell mit einen Haufen Burst versuchen runterzukriegen. Haben wir geschafft. Sehr gut. So, wo wir hier gerade unterwegs, ein bisschen unterwegs sind. Kurz, wenn der Sound oder wenn der Sound meiner Sprache gerade etwas anders sein sollte, liegt das daran, dass ich mitbekommen habe oder meine Einstellungen, die ich vorher hatte, so waren, dass ich echt stark übersteuert habe, fast jedes Mal. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal mein Aufnahmeprogramm ein wenig justiert. Ist natürlich noch nicht alles perfekt, ich bin ja auch noch ganz, ganz am Anfang, wisst ihr selber, brauche ich euch nicht zu erzählen. Aber, deswegen, wenn es jetzt anders ist, wundert euch nicht. Ich hoffe, das für euch alles zu verbessern, so, dass wir wirklich dann alles, dass alles soweit zu eurer Zufriedenheit ausfällt. Denn es geht ja auch um euren Hörgenuss, wenn man das so sagen darf, quasi. Und ja, ich versuche immer stetig mich zu verbessern. Ich habe jetzt auch mein Schneidprogramm zum Beispiel
gewechselt, weil mir das alte erstens richtig hart auf den Sack ging teilweise und weil es eben auch nicht, am Anfang war es in Ordnung, aber mittlerweile hat es den Ansprüchen nicht mehr genügt, wenn ich das so sagen darf, gerade bei Witcher und ähnlichem. Aber ich würde sagen, das reicht. Wir sind wieder voll im Evolent-Modus, aber ihr könnt nicht ohne die beiden Hälften. Okay, wir sind jetzt aber im Nordosten gelaufen. Das bedeutet, hier irgendwo wird es dann das die Ruinen geben. Dann müssen wir wahrscheinlich ein bisschen tiefer gehen. Oder wir müssen noch weiter hoch, diese Brücke da hoch, die wir schon mal gesehen haben. Ich weiß es nicht, aber das wäre für mich eigentlich eher Norden. Wir werden sehen. Wir stecken viel ein und deswegen gucken wir, dass wir mit Käsekuchen immer hochhallen. Falls ihr irgendwie, tut mir leid, aber ich finde diese Kämpfe jetzt nicht so spannend, dass ich jeden einzelnen irgendwie jetzt auskommentieren müsste. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das gerne sagen. Aber ja, wenn ihr sonst irgendwelche Tipps habt oder irgendwelche Vorschläge oder so, wie ich Sachen verbessern könnte, technisch sowie auch spielerisch, was ihr gerne lieber hättet, könnt ihr ruhig an mich wenden. Ich bin dafür alles offen. Ich kann ja auch noch nicht alles wissen. Und deswegen bin ich immer froh über Feedback. Versuche das auch so weit wie es geht umzusetzen. Aber ich würde sagen, genug davon. Wir werden ja im Endeffekt dann sehen, ob das mit dem Sound besser ist oder schlechter. Auf jeden Fall hat das schon extrem stark übersteuert. Ach ja, man hört es vielleicht, dass ich mich super auf diese Kämpfe freue. Ich weiß gar nicht, wie ich mich zurückhalten kann vor lauter Freude. Das erinnert mich ein bisschen... Das war doof. Das erinnert mich ein bisschen an Pokémon, wenn man da durch diese Höhlen laufen musste und dich jeder dritte Schritt so ein komisches Pokémon angegriffen hat. Oh, war das herrlich. Hier ist was? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Haufen Viecher wieder. Vorteil ist natürlich, für jeden Kampf bekommen wir Erfahrung, bekommen wir Gold. Das heißt, es ist ja nicht alles umsonst. Aber, ja. Okay, Käsekuchen ist fast tot. Wir brauchen unbedingt heilen. Vor allem, wenn wir jetzt 4 Leute haben, in dem Moment nur noch 3. Und jeder davon Käsekuchen angreift. Da kriegen die irgendwann ein Problem, weil sie nicht so viel einstecken kann wie wir. Was ja auch durchaus Sinn macht als Magierin. Und angreifen, zack. An sich mag ich das Spiel sehr. Ich mag auch, wie sich das Ganze entwickelt und bin immer noch gespannt, wo das Ganze hinführt und alles. Aber diese Sequenzen hätte man ruhig mit mehr Zeit dazwischen lassen können. Aber es soll ja wirklich ein Feeling von einem Adventure-Game aufkommen und deswegen ist das ja eigentlich ganz normal. Ich darf mich eigentlich nicht beschweren, wenn ich so ein Spiel spiele, dann gehört das natürlich dazu. Aber ja, ihr wisst es doch. So, ist hier was? Nein, hier ist nichts. Ich habe nämlich ganz heimlich mal bei Steam in die Erfolge geguckt und es gibt, ich glaube, 2 versteckte Höhlen oder eine versteckte Höhle und eine versteckte Ruine oder sonst was, die man hier finden kann und deswegen wird es wahrscheinlich so aussehen, dass wir noch intensiver die Sachen durchsuchen oder erkunden, ist da wohl eher der richtige Wortlaut. Kristall, zack. Denn wir wollen ja, Stufe 11, sehr gut, wir wollen natürlich so weit, also so viel wie möglich hier forschen. Aber ich habe keine große Hoffnung, dass wir das gerade hier finden. Ich weiß auch nicht, wo die Sachen liegen. Es gab einfach nur einen Erfolg, hier eine geheime Höhle gefunden und so. Deswegen. Wir müssen mal gucken, ob wir unseren Kampfstil nicht ändern, dass wir bis zum, wir sagen zum Beispiel, dass wir bei Käsekuchen sagen, bis 30 Trefferpunkte darf sie mit angreifen und Schaden machen, damit wir die Kämpfe auch einfach stärker bestehen. Aber wir haben gerade gesehen, was hier für ein Schaden bei rumkommt. Und wir müssen das Ganze auch ein bisschen taktischer angehen, mit Klink zum Beispiel erst diese Wespen hier ausschalten oder die Apidia, damit wir, okay, wir haben genau 30 erreicht, halten wir uns mal an das, was wir wirklich auf uns vornehmen, angreifen und erst die wieder weg, damit wir jetzt nämlich unser Feuer gebündelt auf diesen Herren, Herr Blumentopf, der ja schon den Klempner, den polnischen, nicht besiegen konnte,
möchte mal kurz gucken. Wir haben jetzt schon wieder 7000, also für die geheime Karte. Vielleicht brauchen wir auch erstmal die geheime Karte, die wir uns für 10.000 kaufen können. Das könnte ich mir echt noch vorstellen. Wenn ihr wisst, was ich meine. In einem Shop konnten wir uns dann noch eine geheime Karte kaufen. Ah, jetzt hätte ich natürlich erstmal wieder die anderen angreifen können. So, sie hat noch genug Leben, aber ich habe eigentlich echt Angst, dass sie den nächsten Angriff nicht übersteht, weil sie nur noch 38 Trefferpunkte hat. Aber es sollte reichen. Ja, mit der geheimen Karte können, oder mit dieser super Special Karte, ich habe den Namen vergessen, muss ich mal. Mit dieser geheimen Karte können wir vielleicht diese geheimen Höhlen finden. Und vorher nicht. Wäre zwar eigentlich nicht so schlüssig, weil man das ja eigentlich immer finden sollte, aber es könnte doch sein. Also ich möchte mal diesem Spiel hier nichts irgendwie. Jetzt fehlt mir das Wort. Mir fehlt. Ich habe so viele Ideen, so viele Gedanken und alles, was ich euch immer erzählen möchte. Und im Let's Play selbst fehlen mir meistens dann die Wörter oder die. Ja, ne, die Sätze, die ich, wie ich das vernünftig formulieren möchte. Aber ich denke mal, das verzeiht ihr mir. Und ich denke mal, je mehr Erfahrung wir sammeln, wir alle zusammen, du und ich, denn so ein Let's Play besteht ja immer aus zwei Leuten, aus mir. Oh, Schildkrötensuppe. Ihr habt 10 Natruin getötet. Sehr gut. Und da oben ist eine Höhle, das ist aber eher Norden. Das ist eigentlich eher Norden. Die Ruinen von Sadrunak. Und die Musik wird bedrohlich. Ich hoffe, wir werden hier nicht wieder jeden Schritt angegriffen. Ich glaube, hier ist wieder, genau, offenes Kampfsystem. Was bekommen wir jetzt? Charakterauswahl. Schade, dass es keine Münzeinwurf für 2P-Spieler gibt. Ah, wir können jetzt entweder mit Klink oder mit Käskuch spielen. Wir nehmen natürlich mal Käskuch, weil... Und wir haben ein Inventar! Wow, was? Also, Freunde, ganz ehrlich... Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Spiel noch so weit geht. Wie kommen wir denn in die Charakterauswahl? Hauptmenü zurück? Nein. Na, Spinnen! Oh Gott. Die sehen fies aus. Gibt es denn hier einen Knopf, wie wir irgendwie... Nein, okay, wir bleiben erstmal Käskuch. Die Musik, die Melodie ist schön. Aber ist das ein absichtlicher Grafikfehler hier oder liegt das... Oh Gott! Wie viele denn noch? Oh Gott! Die haben mich in Enge getrieben! Oh, ja, ein Treffer. Ein Heiltrank. Okay, hier können wir nichts zerstören. Ist das absichtlich ein Grafikfehler hier? Wegen Zerstörung der Welt und so? Oder liegt das an mir? Okay, die brauchen jetzt schon 2 Schläge. Wir haben relativ wenig Leben. Schön, hier wird nicht jeder dritte Schritt und werden wir hier nicht, also nicht angegriffen. Deswegen. Wieso immer gleich so viele? Dreimal! Oh Gott. Game over. Entschuldigt, Freunde. Ich hoffe, müsste eigentlich genau gespeichert geblieben sein. Puh, ich sollte vielleicht, anstatt wegzulaufen, einfach mal Rambo-mäßig, wie ich das sonst immer mache und eigentlich nicht tun sollte. Schlechte Idee! Ah, hier können wir schneller drauf laufen, oder? Hier ist eine Kiste. Da kommen jetzt aber wieder ein Haufen Spinnies. Was haben wir hier? Kettenkombo-Treffer. Ah! Sehr geil. Feuerring gefunden. Haben wir ausgerüstet. Plus 5 Feuerresistenz. Jetzt beginnt das Spiel erst. Also richtig! Cool. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das Spiel noch so weit geht. Und so ist das schon echt wieder easy. Halskette des Adlers. Ausweichchance. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Jetzt gucken wir uns die Höhle natürlich ganz, ganz genau an. Kennen wir ja. Zack. Ob wir hier irgendwas Verstecktes finden, irgendwelche Geheimnisse, irgendwelche Karten, irgendwelche Sterne, die wir übersehen haben. Trank wäre ganz geil. Wir können im Inventar selbst nicht switchen oder so. Wir haben aber 10.000 Glees schon zusammen. Wir können uns also die Karte leisten. Schade, man kann die Sachen hier nicht zerstören. Hier ist das nächste. Lebensbalken.
Ihr seid nicht mehr auf Viertelherzen beschränkt. Cool. Und dieser Lebensbalken sieht dem von Diablo zum Beispiel ziemlich ähnlich. Nur um einfach mal ein paar Vergleiche zu suchen. Oh, es scheint doch ein Grafikbug zu sein. Hier ist es nämlich weg. Und hier schon. Dann, tut's mir leid. Wenn es an meinem System... Ich frage, also es kann nicht an meinem System liegen, aber, ne. Es ist auch ein bisschen älter schon, das Spiel. Mittlerweile ist ja auch schon Evoland 2 auf dem Markt, was wir vielleicht auch noch spielen danach. Wenn ihr das denn so gerne möchtet. Oh Gott. Die halten einiges mehr aus. Und wir haben einen Handgelenkschutz, der macht plus 10 Meuchelschaden. Und Umgebungslicht. Das Umgebungslicht hängt davon ab, wo ihr euch aufhaltet. Was heißt das?